Kochen und Kuchen backen 4.2.2019 mit Fernsehkoch Seltsam McKenzie YouTube. Zubereitung 1 für den Boden Müsli, Klammer auf oder Cornflakes, Klammer zu, mit der geschmolzenen Butter verrühren in eine runde Form von 26 cm Durchmesser drücken. 2 Ofen auf 180 vorheizen. Für den Biskuit-Eier trennen, das Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlagen, dabei 100 Gramm Zucker einrieseln lassen. Das Eigelb mit 4 Esslöffeln heißem Wasser und dem restlichen Zucker aufschlagen. Mehl, Backpulver und Stärke mischen, nach und nach unter die Eigelbmasse geben, danach den Eischnee. In eine mit Backpapier ausgespannte Springform füllen, auf mittlerer Schiene 20 bis 30 Minuten backen. Auskühlen lassen, aus der Form lösen, den Biskuit umdrehen, einmal waagrecht, Klammer auf, siehe Seite 17, Klammer zu, durchschneiden. Den unteren Teil mit Nuss-Nougat-Creme bestreichen und auf den kalten Schokoboden drücken. 3 Für die Füllung Bananen in Scheiben schneiden, auf dem ersten Biskuitboden verteilen. Sahne mit Zucker, Klammer auf, eventuell sahnefestiger, Klammer zu, steif schlagen, bis auf 5 Esslöffel über das Obst verteilen. Den zweiten Boden darauf setzen, Oberfläche und Seiten mit der restlichen Sahne bestreichen. 4 Eilige Bäcker legen die gekaufte Marzipandecke über die Torte. Sonst 300 Gramm Marzipan mit 70 Gramm Puderzucker und käsegelber Speisefarbe verkneten und unter Klarsichtfolie zu einer Decke ausrollen. Für die Löcher im Käse 100 Gramm Marzipan mit 30 Gramm Puderzucker verkneten, orange färben. Ausrollen, Kreise ausstechen und auf der Decke andrücken. 5 für 12 Mäuse 2x 100 Gramm Marzipan mit je 30 Gramm Puderzucker und Farbe nach Wunsch verkneten. Zu einer Rolle formen, in je 7 Teile teilen. 12 sind für die Mäuse, je eine Kugel mit spitzer Schnauze formen, mit dem Zahnstocher Augen stechen, Mandelblätter als Ohren einsetzen. Aus dem Rest 12 Mäuseschwänze rollen, an den Mäusepopo drücken. Zeit, 70 Minuten zubereiten, 40 Minuten backen. Tippdosenobst oder tiefgekühlte Früchte müssen gut abtropfen, damit der Biskuit nicht durchweicht.